Und nächster Teil Hogwarts Legacy. Wir gehen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Die zweite Kammer der Schrecken ist schon mal fertig. Oder der Prüfung in diesem Zeitalter ist es. Na, wir kriegen jetzt auf jeden Fall ein paar Mails. Na toll, alter Poppy, was hast du mit... Besser hauen. Ja, Bombarder will ich lernen. Jawohl. Bombarder will ich lernen. Dann kann ich Lambada. La 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 la. So. Aber Mail habe ich alle gelesen. Alright. So. Wir müssen safe jetzt wieder 1000 Aufgaben machen, um die nächste Kammer vorzubereiten, ne? Renrock und Rookwood. Ah. Okay. Das ist der Quest jetzt, wo wir tatsächlich Renrock aufhalten, ne? Professor Howens, Feuer und Sünde. Triff dich mit Poppy Sweetie, das Sweeting, das die jetzt uns angesprochen hat. Können wir eigentlich auch direkt reingehen, ne? Neue Stufe 19 brauchen wir. Und wir machen direkt Bombarder. Fange ein Diddy Crawl in einen Schnappsack. Okay. Unterwegs durch Hogwarts. Alles zugeschneit. Winter Wonderland ist da. Da ist das Schloss. Heiß frostig, Alter. Ich möchte in der Jahreszeit nicht auf dem Besen draußen rumfliegen. Imagine, Alter, du erreichst 100 km/h mit dem Besen und der Wind peitscht dir einfach nur alle Klöten weg, die du hast. Aber gibt es bestimmt einen Zauber zu. Antiklöticus Friedicus, ey. Sag euch, wie es ist. Gibt es bestimmt einen Zauber zu, dass deine Klöten nicht gefrieren, wenn du mit dem Besen im Winter rumfliegst. Junge, jeder, der schon mal Fahrrad draußen rumgefahren ist, als wo es kalt war, weiß, wie das zieht und, Alter, wie viel Handschuhe und Schale du umziehen musst, damit das nicht dein gesamtes Gesicht wegfährt und wegpeitscht. So. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Mhm. Hallo gehört ja eigentlich auch teilweise. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, geklaut haben. Aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harry. Wir brauchen noch mehr. Das muss das Versteck von Archie sein, das mich das ja. Erwähnt hat. Schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu... Oha, eine Drachenschuppe. Archie? Archie Bickel? Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Okay, finde Archie mit dem Revelio-Zauber. Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Ja? Genau da lang? Ja? Ja? Hier? Hier lang oder wo lang? Nati, was meinst du, wo lang denn? Da, wo du rumtänzelst oder lieber hier lang? Ich gehe lieber hier lang. Du kannst ja nachkommen, wenn du fertig bist. So. Immer diese Fußspuren-Spells. Ist ja wie bei Witcher. Nein. Na, oh mein Gott, nee. Jetzt wegen ihr, oder was? Aber mit dir tanzen. Kann ich die gerade weggepulsern, oder was auch immer? Depulsum! Latium! Contrigo! Scheiße, die ist buggt. Ich kann die auch nicht irgendwie schubsen. Oder? Mann! Jetzt geht's. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Sie ist nicht mehr stuck. Ja, Chat, ihr könnt wieder die Waschmaschine einstecken. Revelio. Mach dich kampfbereit. Impulso. Protego. Lazio. Contrigo. Impulso!
Hachi ist hoffentlich nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Nee, machen wir mal auch nicht. Sehen wir uns. Stehen nicht gesammelte Belohnungen in Herausforderung frei. Die Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Revelio. Solange du nicht wieder stackst, Mädel. Hachi ist hier lang. Okay, hier lang. Ah, das ist wirklich so ein klassischer Witcher-Quest, ne? Ich habe keine Schön die Sicht Gefühl einsetzen dabei. Und mehr Fußspuren Harlow sieht und dann schön hinterherlaufen. Ohne Grund. Was Hachi wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Quick Save, beziehungsweise Travelpunkt. Eine Wegkabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Revelio. Natürlich, da wo die Gegner sind, safe. Er hat verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Glaubst du, sie mag es, stuck zu sein? Der Name ist halt Nutty, ne? Oh. Hi. Schulter einfach. Testrale. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Was? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testrale. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Das ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es... Contrigo! Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Ich... Gehen wir weiter. Wir müssen Hachi finden. Ja, die erzählt erstmal ihre ganze Vergangenheitsgeschichte, Alter, während Hachi von Harlow geklaut wurde. Hübsch Schneemann. Ich hab ihm nichts gemacht, der hat mich mit einem Schneeball abgeworfen. Jetzt nehmen wir schon Kinder auf, was? Aber durch. Oh. Banane, danke schön für den dritten Monat. Sie haben Hachi. Sei auf der Hut. Wir dürfen keine Fehler machen. Nicht? Genauer hinsehen. Nur um sicher zu gehen. Ja, ja, geh. Ach komm, als ob du genau diese Richtung gehst, ey. Expelliarmus, Contrigo, Lazio, Impulso. Lazio, Contrigo. So. Ich fühle mich schon echt ein mächtiger Zauberer. Ich sag's euch, wie es ist. Harry Potter war immer Oberheit. Er konnte nix. Guck mal, was ich hier für Spells rausbläste. Harry Potter dagegen so, oh, ich kann ein Schloss knacken, ich bin ein Zauberer. Hat Hagrid gesagt. Welch angenehme Überrasch Revelio. Und dann hat er irgendwann Patronum gelernt und dachte sich, ui, geil, ich hab Patronum. Alter, und ich bläste hier ein Kamehameha raus nach dem anderen gefühlt. Okay, hier ist jetzt Hachi, ne? Ja. Direkt Lurk. Menschen, viel Spaß im Lurk. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Oh ja, das ist ein Riesenzelt. So, sneak. Lass uns sneaken. Ach ja, und Harry Potter konnte ja gut Quidditch spielen, deswegen. Das konnte der. Tolles Talent. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Natürlich, wieso rennt er sonst weg? Ich kann total entscheiden, was mit ihm geschieht.
wenn er zurück ist. Sebastian erzählt. Eine Erschwinderin. Was? Wo ist Erschwinderin? Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die Verschwinderin waren. Weil die zerfetzt habe, tausend Teil. Da war die eine Verschwinderin. Tolle berüchtigte Gegner. Irgendeine Haggerty. Der Name kommt mir bekannt vor, Haggerty. Gab es nicht im Harry Potter-Universum irgendeine Familie, die Haggerty hieß? Kommt mir irgendwie ganz grob bekannt vor. Warum unbedingt ist es eine Potter-Emote? Wir haben ein paar Potter-Emotes aktuell. Benutzen ja die Leute die ganze Zeit. Hau drauf, schau mal den Titel. Das hört sich Archie weiblich an. Ich dachte, das wäre ein Junge. Bitte, ich brauche Hilfe. Archie. Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Echt mal. Tut mir leid. Wir müssen das irgendwie öffnen. Gut, dass ich Schlösser knacken gelernt Hallo, habe Momo. Beim Hausmeister, Alter. Hallo. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Hallo scheint jetzt voll daneben. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Wer hier wohl wohnt? Mhm. Ja, du weißt, wer hier wohnt, Mann. Die Mama. Oh, Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Ja, so freut man sich. Man setzt sich erstmal auf eine Mauer, die schon seit fünf Minuten. Sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Mhm. Oh, ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Okay. Hallo, Johanna. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Wir wollen sie nicht beunruhigen. Das mit ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickel. Vielen Dank. Und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Keine Sorge, Mrs. Bickel. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen.
Ach, Nati, das war so weise. Ich will mehr über Mr. Okay. Bickles Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag das dir ist ein größerer Storystrand hier mit Nati und Harlow. Danke für deine Hilfe heute. Ne? Okay. Das ist unser nächster Auftrag, Leute. Crucio zu lernen, den Fluch. Ist zwar nur ein Sidequest, aber ein guter Sidequest, würde ich sagen, ne? Machen wir Quick Travel hier hin. Der einäugigen Hexe. Da sind sogar zwei Quick Travel Punkte, die ich noch nicht entdeckt habe. Also wieder mal ein neuer Teil des Schlosses, den ich noch nicht habe. Dieses Schloss ist gigantisch, ey. Dieses Schloss ist einfach nur gigantisch, sage ich euch. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Ja, du hast einen ganz anderen Auftrag erstmal. Biscuit kann warten. Biscuit kann warten, mein Junge. So. Weil wenn wir Crucio lernen, sind wir nicht mehr weit weg von Adaba Kadabra Kadava, ey. Große Treppe, untere große Treppe. Okay. Revelio. Manni. Kann ich den Auftrag auch schon starten? Warte, ne? Crucio! Lass uns unseren ersten Fluch holen. Du bist hier. Klasse. Ich bin genau hier. Sebastian, zeig mir deine dunklen Künste. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Revelio. Kannst du schneller laufen? Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist. Diese Nervensäge. Scheiß Piefs, Alter. Da ist er. Viel Glück. Hey, was Ominous. Was machst du hier? Ach, wenn das nicht eine Tür ist, ne? Ich glaube, ich brauche kein Magier zu sein, um zu sehen, dass das ein Durchgang ist. Wo Ominous ganz Hallo, zufällig Ominous. Davor steht. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das ist ziemlich unheimlich. Ich schätze, selbst wenn wir dadurch herausfinden, was deiner Tante passiert ist, stellt es immer noch ein Risiko dar. Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian! Hier drüben! Sebastian! Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium.
Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Ja, und jetzt? Confringo! Revelio. Confringo! Muss man erstmal anzünden. Da hat jemand zugehört. Das mache ich. Gelegentlich. Okay. Reicht das nicht aus? Muss wohl schnell gehen, wa? Okay. 1, 2, 3. Hier passiert irgendwas? Ah. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Told you. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Kein Kommentar. Ach komm schon, der war gut. Verschlossen. Erstmal Brief lesen. Von Noctor Gaunt, 1 von 5. Ich muss meinen Standpunkt belegen, wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Mein Bruder Geschimir weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangen bin und dass er keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Und es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Okay. Ein Tagebucheintrag von Noctor Gaunt. Reparant? Ominous, deine Familie war hier. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Du hörst ihre Stimme? Okay. Fühlt sich an wie im Mainquest, ehrlich gesagt, ne? Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parsemund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parsemund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parsesprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Mhm. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt! Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit! Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Tja, Sebastian, du kannst nichts. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Revelio. Salazar Slytherin wollte bestimmt die Stunde selbst. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Okay. Ich würde auch sagen, hier... Revelio. Okay, hier können wir durch. Confringo! Zack, und hier so eine Schlange. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Leicht braucht es. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Okay. Wer die Combo nicht eingeben kann, wird direkt gejietet, aber... Was muss ich eingeben? Das ist eher die spannende Frage. Was ist... Chat, wer kann mit Schlangen reden? Wo sind die Schlangen fürs Flüsterer? Ist hier irgendwo eine Anweisung? Hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diese dunkle Korridor die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Kohlebecken im Korridor zu entdünnen hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich mich hier durch. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctua. Revelio. Tipp, die Türen haben Symbole. Oh.
Alter. Ich seh Dogshit, Lumos. Alter. Okay, so eine halbe Katze oder sowas und so ein Set. Dann schauen wir mal. Alter. Halbe Katze. Okay. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Gut, ja, Sebastian. Ja. So, Kreis und Unendlichkeitszeichen. Ne? Noch ein Tor. Slytherin wollte ich ein Spielchen. Ich muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Reden. Vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Ich glaube, das ist aber nur für eine Truhe, oder? Confringo! Ja, noch ein Tagebucheintrag. Bin an Rat gescheitert, das hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange, aber um meiner Familie willen muss sie dennoch einen Weg finden. Nie länger von Kindern verlangen sich diese Alte unterzuordnen. Ich bin sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Mhm. Ein guter Puzzlemund. Das ist bestimmt praktisch, wenn wir brauchen. So, da ist eine Drehscheibe. Ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich... Junge, da sind nur drei Räume. Die Gorn schreibt hier gerade ein Tagebuch, als ob die 5 Tage lang irgendwie herumgeirrt ist. Das sind nur 3 Räume gewesen, die durchgestrichen hat. Und die so... Oh, Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen. Reise. Ich bring mich voran. Aber auch schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. So ein Männchen auf links und so ein A, würde ich sagen. Ja, und ich muss die ganze Arbeit machen, ne? War ja klar. Was? Noch eins? Nicht gerade gastfreundlich, was? So, da ist das Männchen. Guckt er gerade auf die Uhr? Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Ja, und dafür hat die Tante 5 Jahre gebraucht, gefühlt, Alter. Wo die auch noch Tagebuchseiten verteilt hat, als ob das irgendwie fünf Jahre hier im Keller war. Ich habe davon was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Oh ja, die Tür ist creepy. Crucio auf dem Boden. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Ich hab alle Hoffnung verloren, ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemahnter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Verzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat in wahrhaft teuflische Prüfung gedacht. Meinen letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihn etwas durchgeschützt. Ich wünsche, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Das heißt, jemand muss leiden. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier... werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Jemand muss leiden, oder? Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Tja, wen bringen wir zum Leiden? Ich frag ihn. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Autsch. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich.
Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Junge, gib uns den Fluchzauber. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Ich werde nichts bereuen, ich schwöre dir. Tja, ich habe mein Glück versucht. Der Boy will hier sterben, ey. Was machen wir jetzt? Omenis will den Cruciatus Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Omenis kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will den Croatius-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Ich bin der Main-Character, Chat. Ich pack das. Ich pack das. Ich bin Main-Character. Ich überlebe das. Und Sebastian wird uns nicht dafür hassen und bringt uns dann auch Kadaver bei. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Der Main-Character überlebt immer. Crucio, unser erster Fluch. Damit wir irgendwann Kadaver Araber lernen können. Crucio. Bereit? Ja, bereit. Hat er in die Eier geschossen? Ist das die Luft? Der hat ja gefühlt auf die Eier gezielt, Alter. Ja, so halb so wild, Alter. Halb so wild, Alter. Wie ein Kick in die Eier. Alles in Ordnung? Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Ja. Los, weiter. Seht ihr, ich hab doch gesagt, ich bin der Mail-Character, ich überlebe das. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Revelio. Wir sind hier. Unfassbar. Salazar Skriptorium. Ein geheimer und gut geschützter Unterort unter Hogwarts. Wohl viel Zeit damit verbrachte, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen. Sebastian, Omenis. Slytherins Zauberbuch. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was Alter, gefunden? Das ist für Harry Potter-Fans wie ein feuchter Traum, oder? Sag mir, was drin ist. So viel Lore-Einträge, Background-Infos, Zauberbücher von Slytherin. Jeder Potter hat also so richtige Hardcore-Nerds, so wie Star Trek. Die kriegen hier richtig einen Fiebertraum. Alles, was sie sich jemals erhofft haben. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht den einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Wo er versteht, warum das Kaliber der Schüler außergewöhnlich sein muss. Aber es ist eine lächerliche Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähige sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über den Gedanken in diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzen weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihre Kammer im Tiefschlaf versetzen. Bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meinen Ansicht teilt. Der Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen... In ihrer Kammer. Meint er den Basilisken? Kammer des Schreckens? So eine kleine Anspielung? Um mein Erbe zu beflecken. Würden Potter-Fans bis hierhin überleben? Nee. Höchstens noch ein paar Mal wanken, bis man das, bis man das alles verarbeitet hat. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Omenis nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten hier nicht bleiben.
Suchen wir bitte einen Ausgang. Ich will nicht. Rebellion. Aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Oh ja. Wir hatten Glück. Muss Kammer des Schreckens sein. Glaube ich auch. Müsste eigentlich sein, ne? Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Warum sagt kein VIP? Ich glaube, Twitch hat gerade die Zeichen wieder kaputt. Twitch hat wieder die Zeichen kaputt. So. Crucio gelernt. Sebastian, sobald den nächsten Zauber... Warte mal. Wenn bei der nächsten Stelle wieder jemand einen Fluch machen muss... Die beste Neuigkeit des Tages. Und das ist Avada Kedavra. Kadabra. Arava. Ominous. Deine Tante... Da muss ja einer sterben. Sebastian, bitte. Das bin da nicht ich. Ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Gerne, Ominous. Kuss, Kuss, danke für den Zauber. Just saying. Wir haben Crucio. Ich glaube, der hat sogar einen anderen Effekt. Toll. Toll. Der Zauberspruch ist kaputt. Ich kann ihn nicht casten. Lumos. Ah, da war noch eine Seite. Revelio. Kelpie-Statue. Okay, da ist noch eine Truhe. Und hier oben ist irgendwo ein Safe, beziehungsweise Quick Travel. Schieß mal jemanden random ab. Kann ich ja nicht. Lumos. Kann ich ja nicht. Das, man kann ihn nicht einfach so casten. Alle anderen. Schon. Aber Flüche brauchen wohl eine bestimmte Bedingung. Revelio. So. Wieder in der frischen Luft. Sehr nice. Erster Fluch ist gelernt, aber nicht der letzte. Zwei Stück müssen wir noch. Das Nice ist ja wirklich, dass es optional ist. Also du kannst natürlich auch einen braven Schüler spielen und sagen, ich lerne keine dieser Flüche. Ob das irgendwelche Auswirkungen hat, dass wir es kennen, müssen wir mal schauen. Ne? Schauen wir mal. Wir müssen auch noch auf jeden Fall noch ein paar Quests, beziehungsweise jetzt Richtung Quests, Hauptquests gehen. Und das ist Poppy auffinden. Ne? Ah ja, Bombarda wollte ich auch noch lernen. Toller Partytrick. Ausgezeichnete tolle Arbeit heute. Sie können gehen. Ja, ihr könnt alle gehen. Mosen, Sprengzauber lernen. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Lombarda. Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Mhm. Gut. Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also schon, los. Schon, ja, ja. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Aber besser als der andere Explosionszauber. Größer, ne? Gut gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen. So, Explosionszauber haben wir auch. Fehlen nicht mehr viele, ne? Zwei Flüche noch. Und Flipendo und drei normale. Ja, vier normale. Hier ist eine Hand. Was ist... Arresto Momentum. Also. So. Explosionszauber oder Confringo? Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Bis. Bombarda. Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Nehme ich, aber ich brauche einen Feuerzauber auf jeden Fall. Ich brauche einen Feuerzauber. Machen wir mal so. Die Pulso nicht. Mach mal. Also. So.
Es gibt viel zu viele coole Sprüche. Viel zu wenige Slots, ey. Man hat zwar 4 Presets hier für seine Sachen. Eins ist so für die ganzen Unsichtbarkeitsgeschichten. Das Bauen kann man vielleicht ändern, dass dort mal ein paar andere Sets sind, weil das Bauen tut man super selten. Das kann man dann auch einmal ändern. Aber egal, wir haben Bombardo. So, Sebastian hat uns wieder angerufen, hat mir eine Mail geschickt. Hat gesagt, er hat was Cooles. Könnte der nächste Fluch sein. Und ich wette, das ist erstmal nicht Kadavra. Kadavra ist der letzte Safe. Der allerletzte, den man lernen kann. Okay. Das will ich jetzt erstmal wissen, ob er wirklich noch einen weiteren Fluch hat, weil er hat das Buch studiert. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Ach ja, Leute, wenn ihr gerade kurz supporten wollt, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Link für PUBG mal anklicken könntet. Das ist ein anderer als die üblichen Links. Ne? Denkt dran. Ich bereue es, Crucio benutzt zu haben. Ich weiß, wir haben jetzt getan, was nötig war. Es war nicht leicht. Aber einmal Crucio war unsere einzige Option. Sponsor ist kostenlos. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Wir hätten auch Ominous mit einziehen können. Also mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Wow. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Hätte ich mal doch gesagt. Ominous. Ich muss jetzt los. Warte, hätte das was geändert? Cool. So. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ja, ist zu seinem Besten. Der Dialog ist der gleiche. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous. Wir haben wir gesagt, wir wollen wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß zu schätzen, dass du mich einweihen wolltest. Aber die Suche nach dem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Arme Anne, armer Sebastian. Genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Okay. Das haben wir erstmal getriggert, ne? Das geht jetzt erstmal nicht weiter. Der wird sich melden, der wird mir eine Mail schicken, sobald er kann. Gut, das haben wir erstmal aktiviert. Dann müssen wir da erstmal ein bisschen warten. Ich würde sagen, ab zu Poppy. Oder dahin. Colosso, dankeschön für deinen 16. Monat, mein Lieber. So, wir reisen hier hin. Guten Morgen, Catboy. Wie geht's, wie steht's? Sehr schön. So, weiter mit der Story. Das Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen.
Ja, du kommst definitiv vor. Hui. Erstmal schwarzen Rauch einatmen. Ja, Winter ist zwar nett, aber ich muss sagen, Herbst habe ich ein bisschen mehr gemocht. Wegen den Farben, Sonnenuntergängen, Aufgängen, wie auch immer, ne? So, schon meinen neuen Fluch gelernt? Schau mal nach oben. Man spricht über den Dafür stirbst du. Halt's an dir. Na genug. Tod, von oben. Ja. Gut, Junge. Junge, der Zauber ballert, Alter. Akio. Akio. Glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Ja. Erstmal direkt alle verfluchen, Alter. Wie ändert sich die Jahreszeit? Einfach per Story. Einfach die Story. Story, Story, Story. So. Oh, Zerstörung 2. Sehr schön. So, abgehakt. Ja, Crucio haut rein. Der Cooldown ist gar nicht mal so hoch. Ich dachte, der Cooldown wird super, super lang sein. Aber... Kulo geht fit. Okay. Hier müssen wir auf Poppy warten. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, Malte, was passiert ist. Gibt es. Kannst du sogar fliegen? Kann ich mal gleich ausrüsten. Pass gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, aber du sagst mir, wenn ich sehr helfen lange kann. Mit Crucio. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Ist mir sicher. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. So. Jetzt sagt dazu nichts. Ich hab nichts gesagt, Leute. Hornschwanzhalle. Ich sag nichts dazu. Gibt's dazu irgendwas zu sagen? Habt ihr irgendwas dafür bei diesem Wort oder bei dieser Halle zu... Ein Zentaur. Sei vorsichtig. Guten Tag. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Mhm. Ist er so? Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Mhm. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Auf dem PC würde ich mir... kann das Game auch wahrscheinlich mega nice aussehen. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Mit Raytracing, hast du dann wunderschöne Schatten, Lichtreflexion.
Ich hoffe, das Spiel hat richtig, richtig Raytracing reingeschallert. Oh! Guten Appetit. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Jemand reingepinkelt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Chat, wer war das von euch? Einer von euch? Irgendjemand? Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Mhm. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Pelze. Arme Tierwesen. Das Feuer ist noch warm. Tasche hat noch Loot. Kiste hat noch Loot. Erstmal Bierchen austrinken, das sie liegen gelassen haben. Guter Junge. Heinrich Stenfurt weiß, wie er sich bedient, wenn er Gastfreundschaft empfängt. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Nur ganz kurz. Okay, Kronos, aber nur ganz kurz. Ne? Nur einmal kurz eine Pipi reingehauen und dann einmal kurz gestrullert, ne? Bist du sicher, dass es nur kurz war oder hast du länger gestrullert? Hast du ein bisschen mehr Tomatensaft reingepackt? Weil wenn man einmal anfängt zu strullern, kann man nicht mehr aufhören. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Poppy! Poppy, komm mal her! Musst wieder die ganze Arbeit alleine machen. Main Character Power, Alter. Die steht da. Was Interessantes? Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Okay, was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die dann hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Ich mache die gerade Picknick. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung? Ja. Oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Wo waren nochmal meine Fallen? In Lower oder in Upper Hogs? Mechanicus Totalus. Tja. Ja. Ich hab was gehört. Oh. Okay, der kriegt genackt. Hey! Vielleicht läufst du nach Hause. Ja, die KI ist relativ dumm, muss ich sagen. Ich muss sagen, die KI ist wirklich relativ dumm. In allen Belangen eigentlich sind sie nicht wirklich smart. Weil Merlin, man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Okay. Revelio. Jetzt haben wir denn hier ein Säckchen. Erstmal ein bisschen Money wieder. Schadet nie. Ist aber auch nicht so schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das Spiel ist nicht darauf angelegt, dass die Leute super smarte KI haben oder sind eine Challenge bieten oder sowas. Die haben einfach nur ein bisschen, damit man sich austobt, dann seine Zauber, jemanden hat, auf den man seine Zauber schleudern kann. Zack. Ein paar legendäre Items. Einfach so. Und check. Was bei Merlins Bart? Oh! Sind das Drachen? Der Drachenclub. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Die Halle. Und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren.
Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Ich bin komplett unauffällig. Ich sehe aus wie die. Siehst du? Ich passe auf, dass mich keiner erkennt. Heinrich Stenford ist nicht nur Fashionista. Na bitte. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Ich finde dich schon. Beleidigung total. So. Ist das Spiel worth it? Musst du wissen. Weiß ja nicht, was du magst. Wenn du Open World Games magst, wie Assassin's Creed oder Witcher. Ich würde es mehr mit einem Witcher 3 vergleichen als ein Assassin's Creed, muss ich sagen. Hast du von deiner Familie? So was die Welt angeht, die Quests, die Art der Quests und so weiter. Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer an. Kritikus Totalus. Double Kill. Ich würde es eher mit einem Witcher 3 vergleichen. Was die Quests angeht, die Art der Quests, Storyline, die Welt, die Collectibles. Ich sollte alles so ein bisschen sehr Witcher angelehnt. Vielleicht gefällt mir das Game deswegen so gut. Weil es hat schon echt sehr viele Ähnlichkeiten, finde ich, mit Witcher eben auf gewisse Art und Weise. Ist das Spiel gut, wenn man Minecraft mag? Dann ist das Spiel das Beste, was du kaufen kannst. Weil wenn du Minecraft magst, hast du ja bisher noch nichts gezockt, was ein bisschen mehr Aufwand erfordert. Und deswegen ist es das Beste, was du kaufen kannst, wenn du Minecraft-Fan bist. So. Rebellion. Ist im Einkaufswagen. Perfekt. Und wieder geinfluenced. Na toll. Warner Brothers! Seht ihr das? Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Ich? Was ist hinter dir? Was passiert da unten? Oh. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Ich will den Drachen fliegen. Wenn ich schlechtes gibt's eine Anzeige. Kein Rückgaberecht. Alle Spielkäufe passieren ohne Rückgaberecht. Auf eigene Gefahr. Du hast mehr als genug Zeit, sich dir einen Eindruck von diesem Spiel zu verschaffen. Wir haben ein Drachenei. Und von dem Produkt, was du kaufst. Wir können es nicht hier lassen. Wir haben sicher nichts Gutes damit vor. Gleich mal mit Assassin's Creed? Ein bisschen, ja. Schon. Ist natürlich ein Open-World-Game. Jedes Open-World-Game ist ein bisschen vergleichbar, aber du hast trotzdem noch nicht die gleichen Watchtower, die du hochklettern musst und was auch immer, ne? Hallo, Homura. Hallo, Homura. Irgendwie ist jedes Open-World-Game mit Assassin's Creed vergleichbar. Wenn man es genauer nimmt, ist auch jedes Open-World-Game auch irgendwo gleich. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Mhm. Also bisher weiß keiner von uns. Ehrlich, erfolgreich alle gesiegt. Naja, aber. Die juckt das doch nicht, dass einer stirbt. Come on.
hier! Alter, zieh doch hin, weil das sieht raus. Hab da eine Schlange. Oh yeah. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Ich wusste nur, dass es mein Charakter ist. Drachenintelligenz sind, Alter. Die ist voll happy. Incendio! Hui! Haus hier. Jetzt könnt ihr adoptieren. Müsst ihr aber füttern und streichen. Hier lang. Müsst ihr füttern und streichen, ne, wisst ihr. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten.
Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten, nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Junge Hypro, du warst ein Jahr lang nicht im Stream und tust so, als ob ich dich nicht beachte? Sag mal, Schallatz, hast du Lack gesoffen, einmal schön eine Line durchgezogen? Das letzte Mal 2022 der Boy und jetzt sagt der Dreiecker Tag 390. Ja, wenn du 300 Tage nicht da bist. War nur ein Chill. Nix Chill, Alter. Denkst du, ich sehe das nicht? Denkst du, ich kenne dich nicht? Ich hab dich ein Jahr lang vermisst. Dachtest, ich kenne dich nicht mehr, hab dich vergessen. Ja, ja. Und hallo, Schrubi. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Alright. Pass auf, ja? Die Drachenverteidigung. Wir sehen uns dann später im Schloss. Reite einen Drachen. Okay. Das ist das erste Mal, dass wir ein Achievement kriegen für Storyaufgaben, oder? Ich glaube, gestern haben wir nicht ein einziges Achievement für Storyaufgaben bekommen. Alright. Poppy Playtime. Hast du, ne? Was haben wir denn für den nächsten? Bisher nichts. Flipendo, Arresto, übel in der Nähe der Zinnen. Okay, das sind so ein paar der nächsten Spellaufgaben. Eine Menge Sidequests, aber wir haben noch 5, sage ich mal, größere. Kriegen wir aber auf jeden Fall noch rein. Das Game ist schon nice. Finde ich auch. Ich habe auf jeden Fall Spaß mit. So, und jetzt? Ja, okay, Weasley. Ist okay, Weasley. Ja, und das war's? Oder gehört das zum Main-Zauber? Oder gehört das zum Main? Ne, ist Main-Auftrag, okay. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseite Verwandlung der Zwischenstufe in der Bibliothek. Okay. Ich dachte, ich habe schon 5 Millionen Handbuchseiten gesammelt. Und das Spiel will jetzt noch mehr? Spiel ist greedy, ja? Willst du mehr? Willst du alles haben, ja? Willst du? Ich gebe dir den kleinen Handbuchfinger. L107, ja, 2 Tage schaffst du noch. 2 Tage schaffst du noch. Oder nächstes Mal wirklich einen sauren Apfel beißen und die Deluxe-Varianten kaufen, weil eines muss man sagen, wir können uns alle darauf einstellen, dass immer mehr und mehr Spiele rauskommen, die mit einer Collectors Edition, mit einer Premium Edition für 100 Euro Hallo. Oder was auch immer, Sie sind also auf der verfrühten Suche nach Zugang Tränken, für ein Spiel geben. Oder normalen Zugang und die Standardvarianten später releasen, weil die günstiger sind. Diablo macht es vor. Diablo kriegst du ja auch der Early Access. Wie und kann das ich wird heute in Zukunft behilflich sein? Immer mehr und mehr. So leid es mir tut, ich bin kein Fan davon. Aber darauf muss man sich leider einstellen. Weil das ist alles Marketing. Wenn ihr das Spiel 3 Tage früher rausbringen könnt, weil es eine Deluxe-Variante ist, dann ist das Spiel ready, auch 3 Tage vorher für alle verfügbar zu sein. Aber das kannst Wie du halt als Luxusbonus verkaufen für die Leute, die halt mehr Geld zahlen. Wir sehen uns wieder. Halt als Belohnung oder sowas, ne? Aber was macht der Unterschied, ob ein Spiel 3 Tage vorher rauskommt oder nicht, indem du eine Deluxe- oder eine Standard-Variante anbringst? Nichts. Ist einfach nur Marketing. Einfach Early Access hinzufügen. Ist wie OnlyFans. Wenn ihr bei mir OnlyFans-Abonnent seid, kriegt ihr auch alles früher, Leute. Kriegt ihr alles 10 Tage früher, nur weil ihr ein bisschen mehr Geld zahlt. So, als Beispiel. Ich habe keine OnlyFans, macht euch keine Hoffnung. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich euch kurz Hoffnung gemacht habe. Oder man wartet noch länger, 1 Monat länger und kann Spiele noch günstiger kriegen. Hallo Homura. Tatsächlich ist es halt, desto länger ihr warten könnt, desto billiger werden Spiele. Manchmal kriegt man Spiele, die besten Games tatsächlich auch super, super günstig. Indem man einfach ein bisschen länger wartet und dann sich das Ganze in Deals holt oder Rabattaktionen oder PlayStation Plus wird es auch nochmal günstiger. Ne, also Zeit
kostet Geld. Desto früher ihr dran seid, desto schneller ihr ein Spiel haben wollt, desto mehr müsst ihr zahlen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Mondkalbstatue. Okay. Für einen Demigeist muss ich übernachten. Was wollen sie in 3 Tagen auch verbessern? Nee, die verbessern ja nichts. Es ist ja nicht so, dass in diesen 3 Tagen das Spiel gepatcht wird oder sonst was. Das Spiel ist ja fertig und so wie es released wird, wird es fertig. Auch, es wird auch so bleiben, wenn es 3 Tage später released wird. Weil es gibt einen Goldmaster und diese Goldmaster wird an die Produktionsfirmen geschickt, damit die das Ganze drucken. Und das ist die Release-Version. Und ob die 3 Tage früher diese Goldmaster rausbringt oder später. Danach kommen die Patches, nachdem das released. So, aber ich muss jetzt erstmal Handbuchseiten finden für den Hauptquest. Okay, Nati meldet sich wieder. Wahrscheinlich wegen der Questline zu Palov. Revelio. Palov ist eigentlich auch so semi. Oh, und Poppy will wieder was uns. Okay, Poppy hat uns auch eine Mail geschickt. Ja, jetzt meldet ihr euch. Die graue Dame. Ich würde ja Hallo sagen, aber sie wirkt nicht sehr gesellig. Ah, wer ist denn die graue Dame? Irgendwelche Harry Potter-Fans, die sich auskennen? Ist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Okay, eine Quizrunde. Könnte lustig werden. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur ja, noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. YouTube und Twitch, ihr könnt mitraten. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Es gab vorher was anderes? Ich probiere den Schlangenvogel. Der Schlangenvogel. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarous Bracken eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis? Nee, das war doch der eine andere Trank, den wir jetzt brauchen können. Das ist Timeout. Okay. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den 3 Brüdern? Welche 3 Brüder, Mann? Horcruxe, Heiligtum der Toten? Es ist ein Märchen, also dürften es nicht die Relikte der Gründer sein, oder? Heiligtümer? Woher kennt ihr dieses Märchen? Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Also Heiligtümer des Todes, klar, kam die im Film vor, aber ich kenne das Märchen nicht. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Klatscher war das, ne? Snatch war ja der Kleine. Quaffel, sag mir nicht. Und ich glaube, der Klatscher ist ja der, der auf einen zufliegt und einen rumhaut, ne? Quaffel? Quaffel kenne ich aber nicht. Okay, Leute sagen Quaffel. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der 3 Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Spezies? Man kann sein Geschlecht ändern oder die Form, aber Spezies? Kann man damit sich in ein Tier verwandeln? Man kann die Form, beziehungsweise man kann sich in eine andere Person verwandeln, ne? Aber Spezies? Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Wow. Aber Hermine war doch eine Katze. Sie hat nur ihr Aussehen geändert. Aber sie hat nicht die Spezies geändert. Sie hat nur auch Katzenhaare bekommen am Gesicht und so weiter. Aber sie wurde ja nicht wirklich zur Katze. Erstmal ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Klugscheißerin. Geh weg. Ich wollte nur das Buch haben. Zurück auf das Podest. Revelio. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Herausforderung angenommen. Schließ alle Stufen einer Herausforderung ab. Oha.
Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. 50 Seiten Hogwarts. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Aber ich habe noch nicht alle gefunden, auf jeden Fall. Aber ich habe die Challenge abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Bücher über Verwandlung, die Zwischenstufe. Okay. Schalt mal wieder los. Naja, doch, die haben schon recht. Also, wenn man es wirklich so wörtlich nimmt, dann klar, Hermine hat sich in eine Katze, beziehungsweise Katzenhaare im Gesicht bekommen. Deswegen kann man das schon mal denken, dass das vielleicht trotzdem richtig sein sollte, ne? Aber ich denke mal, es geht hier wirklich darum, in Spezies verwandeln, dass du wirklich ein Grund wirst oder sowas. Aber hey, McGonagall konnte sich trotzdem in andere Tiere verwandeln, ne? Die brauchte keinen Vielsafttrank. Aber gut, es ging ja auch nur um Vielsafttrank, ob der das kann. Die Geschichte von dem Baden bekommt Ron übrigens auch geschenkt und sind maßgebend für Teil 7. Ach, die war das. War das Baden oder Brüder? Das waren doch Brüder. Die drei Brüder waren es doch. Ich habe das Gefühl, das ist der einzige Geheimgang hier. Revelio. Schön, ne? Mal ein bisschen sein Harry-Potter-Wissen auf die Probe zu stellen. Quizfragen machen allen Spaß, glaube ich. Okay, hier muss ich auf Tag warten. Was hast du denn, Adeline Oak? Adelaide Oaks, oder? Ich habe deine Eule erhalten. Ach, das ist da, wo gestern die PlayStation Abschied genommen hat. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Ja, ja. Kenn ich von meinem Onkel. Mach dein Onkel häufig. So, jetzt können wir deinen Teil erledigen. Verwandlungszauber. Ruhe bitte, Ruhe bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Tue ich das? Ich will gerade Hähnchen essen. Muss Zauber lernen, oder was? Bam, bam, bam. Transformation. Jahrelange Übung, hat er gesagt, ne? Wundervoll gemacht. Und jetzt mit ihr. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie eine Venimosa Tentacula züchten konnten.
Die Zucht einer solchen magischen Pflanze ist eine Leistung, auf die Sie stolz sein können. Oh, erwähnt ihr gleich, dass ich Fusio kann? Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr längeres Gespräch mit Mr. Ollivander, nachdem Sie Ihren Zauberstab erhalten hatten, oder die anschließende Durchsuchung der Eulerei mit Professor Fig zu tun? Warte. Hatte ihr längeres Gespräch, nachdem sie ihre Zauber... Also die... Ja? Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Oh, wir haben von Chefin Lob bekommen. Wollen wir den Verwandlungszauber nehmen? Gefühlt ist er nicht so cool. Wow, kann ich mal eine Holzpuppe verwandeln? Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes. Ich erkläre es dir. Oh, Sebastian hat wieder eine neue Questline. Lockbrock meldet sich auch. Ich habe noch einen. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Koboldkack. Okay. Zwei neue Quests rein. Sprich mit Amit und Sebastian im Schatten der Mine. Okay, hätte ich Bock drauf. Hätte ich Bock drauf, da hinzugehen. Ne, und den Auftrag abzuschließen. Wir reisen mal dahin. Und schauen uns mal noch die Aufgabe an. Hallo Sugar, na du? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo Mercy. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Na, wie geht's dir, du Meisterhexe? Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Zeit für einen Ausflug. Schneller! Zeit für etwas mehr Tempo! Sollen wir mal einen Zahn zulegen? Nee, wieder landen. Landen. Okay, mit Besen ist Landen simpler. Hä? Ja, ja, schön, schön, aber... Landikus Ferdikus. Niemand hat mir das Landen beigebracht. Was ist das? Ein Pferd. Ah, okay. Der Boden muss nur sehr eben sein. Okay. Besen ist auf jeden Fall entspannter zu fliegen. Alright. Sebastian, komm mal her. Okay, das ist der Nebenquest, das ist der Hauptquest. Wir haben gerade eine Mail bekommen, obwohl er direkt vor uns steht. Da will er, dass wir nach Feldcroft gehen und wegen dem Relikt für Anne. Also die Sidequests erzählen auch tatsächlich die weiteren Geschichten, die in dem Mainquest auftauchen. Zum Beispiel die Geschichte mit seiner Schwester, dass wir das retten können. Es ist gut gemacht, das Game. Es ist vielleicht nicht das allerbeste Game, was ich hier gezockt habe. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Open-World-Game. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung.
Aber vielleicht untersuchen sie es, so wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Diese Brille ist wunderschön. Da vorne sind sie. Geh du voran. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Muss mal gucken. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Petrificus Totalus. Wenn ich flieg oder diese Monster lassen, ich hab das Gefühl, ich bin nicht allein. Nein? Du hast das Gefühl, du bist nicht allein? Wie kommt das denn? Mensch, das ist ja komisch. Petrificus Totalus. Ich räume mal eben das ganze Lager auseinander. Finde ich gut. Revelio. So. Stimmt, Folge 3 ist jetzt plötzlich Part 1. Geht das echt im Titel? Muss mal gucken. War doch eigentlich mit Hashtag 3, oder? Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ich hab alles allein gemacht, Mann. Sebastian, dein einziger Auftrag ist es, mir Küche beizubringen. Oder heimlich vorgehen. In allen Sprachen. Sowas wie Zuckerblatt. PSD jetzt. Das ist dein einziger Job. Und ich gehe in die Basis. Aber danke, dass du als erstes mich verdächtigst. Immerhin weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Ein lästiger Mensch weniger. Warte. Confringo! Kozio! Okay, der wurde weggebombt. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie war? Das war relativ spaßig. Bestimmt. War schon relativ spaßig. Grausamkeit 2. Oh, für Crucio, um den sich zu verbessern. Boah, mit den ganzen Verbesserungen und Augments, die man auf die Klamotten packen kann, bekommst safe irgendwann eine Strafe, wenn du Flüche benutzen könntest. Es wird bestimmt irgendwie mal angesprochen, so vorhin. Warum hast du das gelernt? Revelio. Und was auch immer. Wird bestimmt irgendein Lehrer mal ansprechen oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel irgendwie ein Story ändert, nur ich weil du das kannst. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Das ist toll, dass wir hier sind. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, recht so. Was? Kann man Stan auf der Xbox irgendwie unterstützen? Nein. Wir kommen schnell voran. Nein. Einfach Spiel kaufen, enjoyen. Ihr müsst mich nicht unterstützen. Bin Warner Brothers nicht schuldig. Kein Sponsor oder sonst was.
Aber ist auch schön, dass ich mehr Leute dazu begeistern kann, das Spiel zu zocken. Ne, dass sie ein schönes Game, ein schönes Open-World-Game zocken können. Jetzt sind wir. Festi, danke schön für deinen Sub. Willkommen bei den Tomaten. Also eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Stufe 3, Sub 6. Jetzt verstehe ich, warum. Bombarda. Confringo. Uschelboa, danke schön für deine Stufe 3 Sub. Das ist insane. Dankeschön. Wann streamst du wieder Fortnite? Wenn wir das Spiel durch haben, spielen wir wieder Fortnite. Am Samstag, Sonntag sind Fortnite-Drops. Also für die Fortnite-Kinder gibt es auch noch was. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Hui. Das wird leider nicht gut ausgehen. Nein. Bombarde! Du hast recht, das sah nicht gut aus. Ich werde dich. Sprenge ein rotes Fass mit Bombarde. Kein rotes Fass hier. Akio! Hirzio! Konflikt! Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Alle. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Confring! Mit dir? Rebellion. Bombarda! Flüchten. Kleiner Spieltisch. Diese ganzen Sachen, die wir einsammeln hier für die Sammlung und so weiter, können wir dann in unserem Raum placen. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Hey, hier ist eine Kiste eingezeichnet. Wo soll die sein? Wo soll diese Kiste sein? Also ein paar Bugs hat das Spiel auf jeden Fall. So. Leviosa. Dann war das Levioso, ne? Hab ich grad nicht. So, zack, zack, zack. Levioso! Zack. Ah, kommen die Kackbachs wieder. Kackbach-Gang. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Joa. Kenner so Tarek. Ich mag die auch ganz gerne. Okay. Komm jetzt safe gleich noch runter, ne? Bombarde! Zack, zack. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Ja, ne? Ihr habt Zauber für alles, aber keine Treppe, oder was? Repar. So. Kann man die Rögebrücke wieder reparieren. Sind die Videos uncut? Ja. Die Videos sind uncut Let's Plays hier aus, direkt aus dem Stream. Bombarde! Die jetzt noch zu cutten ist Pain. Also in Anführungsstriche uncut. Ich mache immer wieder eine Pause, wenn ich zum Beispiel sinnlose Sachen mache oder sowas. Oder Quests oder Collectibles. Drücke ich immer auf Pause. Ein paar Nebenquests sind pausiert. Also ein bisschen theoretisch live gecuttet zu sein. Ja, komm, die Spinnies. Kozio. Akio.
hier. So. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Du wirst schon schlafen können, Sebastian. Mach dir keinen Kopf. Hallo, Lukasi. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Lumos. Die tun ja weh. Sag das doch. Contrinko. So. Hier ist die Truhe, die eingezeichnet war. Sag das doch. Okay, mittelgroße handgefertigte Statue und da können wir theoretisch hoch. Oh, eine legendäre Truhe, sehr gut. Und da ist ein Mensch eingewickelt. Nice, eine Kopfbedeckung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Lumos. Weiß Pflanze. So. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Repar! Erstmal Spinnen reparieren. Kruzio! Der Sound bei den Flüchen ist so krass, ne? Er schallert richtig, ey. Einmal voll der Schmerzensschrei, den du loslenz, bläst ist. Oh, das zieht gefühlt den Leuten und den Gegnern die Energie aus dem Leib. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Still. Kann ich vielleicht eine Dreier-Kombo einfrieren? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Finish habe ich auch noch nie gesehen. Potato, Stufe.
Junge! Aufgeräumt. Du bist nicht übel. Für ein Slytherin. Alter. Und als Ravenclaw musst du noch eine Menge lernen. Alter, ja, 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 da war aber eine Menge. Die werden ja immer größer. Die werden immer größer, es war ja immer mehr. Nachdem die Kobolde weg waren, kann man auch noch spinnen. Ein Fluch nach dem anderen rausgeschossen. Die haben ihn nicht erkannt? Nicht? Akio. Nicht oder haben wir ihn erkannt? Komm. Vingadium Leviosa. Leviosa. Wie kalt der Crucio sagt. Ja, ist ja nichts Besonderes mehr. Der Hauptcharakter, der kann das. Charakter, Hauptcharakter-Power. Confringo! Ist ja schon getriggert. Das war unerwartet. Revelio! Eine Spinne ist unter dem Boden geglitscht. Da oben ist noch eine Kiste. Lass mich raten, ist wahrscheinlich nicht den Stress nicht wert. Egal. Frage ist, wohin? Samino, schau mal im Titel. Der Fluch macht gar nicht mal so Schaden. Nee, der ist eher für Stun. Also der legt Gegner schon echt ein paar Sekunden flach. Können sich da nicht bewegen, aber der Schaden ist auf jeden Fall für den Arsch. Isidoros Tagebuch, 3 von 7. Wie von einer regnerischen Schleier befreit, kehrt die Welt vor zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an einen seiner Augen erinnern. Leer, tja, leer vor Trauer, aber auch. Ich entsinne mich, als ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging, aber dann begann alles sich zu verdrehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben. Als ich fiel, ich kann weder eine Wundertaste noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass er nicht in schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Dadurch, dass sie Schmerzen genommen hat. Ein Tagebucheintrag von Isidore. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Kann sein, dass sie die Schmerzen auf sich genommen hat. Ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Nee. Rebellion. Irgendwas an diesem Ort ist komisch. Sieh nach Sebastian. Hallo. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Mhm. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber überaus faszinierend. Mhm. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Nutze den magischen Gang. Ja, ne? Raus da, zurück zur Krypta. Okay. Also das mit der Isidora finde ich eigentlich auch spannend, ne? Das, die hat das ja versucht, Menschen zu heilen, aber... Es muss passen. Mhm. So. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Ist Arschweil weg. Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Elgato. Elgato kann uns helfen. Komm uns in einem Logbook. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde?
Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Oh. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. No. Oh, shit. Unglaublich. Da stand, das war gemein. Und dann antwortet er noch so eine schlimme Antwort. Okay. Aber du bringst mir trotzdem Adabakadabra bei, oder? Damit ich Menschen killen kann und so. Please. Hab dich trotzdem lieb, Sebastian. Die nächsten Flüche, Judo, werden ihr in der nächsten Folge erfahren. Das war unser erster Fluch, Krusche, und natürlich die Geschichte von Isidora. Wir spielen das natürlich im Stream weiter. Und wir sehen uns im nächsten Part. Links findet ihr die Playliste dafür. Und bis gleich.